Im Dezember 2013 sind wir zu Besuch beim Qualifest von Wir sind dabei in der Jugendherberge in Stuttgart. Dort erfuhren wir mehr über die vielen interessanten Projekte von jungen Engagierten in Baden-Württemberg. Am Anfang war das Kennenlernen. Wir haben uns gegenseitig besucht und wir wollten erfahren von der anderen Organisation, was sind die Werte der Organisation, was machen sie eigentlich. Es ist halt eben einfach wichtig, mehr Professionalität in die Arbeit zu bekommen, und das erreichen wir nur, wenn wir halt eben auch einen Einblick haben und Kontakte haben, wo wir uns gewisse Dinge abgucken können und auch uns irgendwo öffnen und nicht nur immer unter den Aleviten bleiben, sondern auch mal rausgehen und andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen. Es hilft den beiden Seiten einfach, und man bemerkt, dass wir ziemlich geschossen sind, und das sollte nicht so sein. Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, dass es bei uns im Projekt darum geht, den Jugendlichen der Moschee die Feuerwehr nahe zu bringen und gleichzeitig aber auch die Kultur der türkischen Jugendlichen kennenzulernen. Und es geht einfach darum, zu untersuchen bzw. auszuarbeiten, warum die Jugendlichen sich nicht an Umwelt interessiert. Ein Qualifest bei uns im Programm ist praktisch eine Plattform für junge Leute, erstmal sich kennenzulernen. Und in zweiter Linie ist es uns wichtig, dass die Jugendlichen, die in den eigenen Projekten gewisse Erfahrungen mit den Projekten machen, mit der Projektarbeit, sich nochmal austauschen und über diese Erfahrungen miteinander sprechen können. Wie oft findet das Qualifest statt? Bis jetzt haben wir es einmal durchgeführt, und zwar es gab ein Qualifest für Jugendliche unter 18 Jahre. Und heute haben wir ein Qualifest für junge engagierte Menschen, die über 18 sind. Das heißt, das ist das erste und das einzigartige oder einmalige Qualifest für Jugendliche über 18, die eigene Engagementideen in Baden-Württemberg entwickeln und umsetzen. Was sind deine Eindrücke vom Tag? Der Tag gefällt mir sehr gut. Es ist einfach alles von der organisatorischen Seite sehr gut gelaufen. Wir haben 8 junge Menschen hier, die sehr aktiv, sehr engagiert mitarbeiten, die auch in der Lage sind, viel über die eigene Erfahrung in den Projekten zu erzählen. Und hier ein paar Projekte von Jugendlichen. Unsere Idee war es dann einfach, eben uns an die Jugendmigrationsdienste zu wenden. Wir haben dort Flyer erstellt, was wir dort auslegen werden, und eben einfach in Kontakt mit denen zu treten, sodass die Jugendmigrationsdienste im Austausch mit uns sind und eben diese sozial isolierten Immigranten an uns weiterleiten. Und wenn dies eben geschehen ist, nehmen wir Kontakt mit denen auf und machen dann zum Beispiel eine Stadttour. Und, oder es einfach, damit die mal wissen, wie ist es so in Stuttgart. Also wir als Alevische Jugend haben das Projekt Integration mit noch jünger Ausgrad laufen. Wir haben hauptsächlich Jugendliche aus verschiedenen Migrationshintergründen befragt, in verschiedenen Altersgruppen, also wie so ein kleines Interview sozusagen. Ich fand es schön. Gelungener Tag.